So, willkommen zurück zu Teil 10. 10. Meine TV-Karte hat gerade ein Stück vom Bild abgeschnitten. Ich habe mich gewundert, was da nicht passt. Hier habe ich alle. Und es geht weiter mit den goldenen Kristallen. Clanpot Shake, okay. Schauen wir doch mal. Gut. Lampard-Shake. Ah, okay. Ah, okay. Das ist ja relativ offen, ja, offensichtlich vielleicht nicht. Ach ja, es gibt eine interessante Funktion, und zwar. Ach Gott, das geht nur, wenn man verschiedenes Zeug drin hat. Vielleicht sollte ich hier noch die Maus ausblenden. Ah, ich habe schon versaut. Man braucht hier nämlich die blauen. Genau, ja. Aha. Gott, wie geht. Ah, hier geht es so. Man kann hier nämlich schauen, was da drin ist. Ja, kombinierte Gegenstände werden nicht, könnte die sicher sein. Das war nicht das, was ich wollte. Aber wenn man zwei Blumen reinwirft, kann man sich so einen Wurfstern machen lassen, was eigentlich relativ unlogisch ist, aber okay. Mensch, ich schüttel immer und mix das zusammen. Und aus diesen zwei Grünen kann man nämlich dann tatsächlich einen goldenen machen.
Ah, das ging hier recht einfach. Ich werde jetzt nur kurz aus Speedrun-technischen Gründen. Das ist eigentlich eine nette Spielmechanik. Wenn man nach unten drückt, kann man halt mit links kann man mit L und R durchschalten. Was ich auch erst erfahren habe, als ich ins Handbuch geschaut habe. Mir ist das egal, ich habe mehr Zeit. Alles gut. Aber gut. Clans Wars ist hier das Missionsziel. So. Nimm den Glänzer mit dem Weihnachtsmannhut, also mit dem Santa-Hut, Anfang des Levels und schüttel ihn. Okay. Okay. Klingt doch sehr einfach. Ah, toll. Ich sagte, es klingt im ersten Moment recht einfach. Ich dachte, der ist nahe des Anfangs des Levels. Wie definieren die nahe des Anfang des Levels? Mir ist gerade echt egal, ich versuche hier jetzt bloß hochzukommen. Wo soll hier ein Glänzen mit einem Weihnachtshut sein? Moment, ich muss mir das nochmal. Captain Kansas ist seine Near the Beginning Demo schickt. Ah, das ist schon mal nicht schlecht, besser wie beim letzten Mal. Und nicht das, was ich eigentlich wollte. Mit dem Santa Hut. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht in der Beschreibung des Level, in der Beschreibung der Aufgabe. Tolles Standbild. Ah, Moment.
Ah, ich habe mich verschrieben. Da anderes Wiki. Du wirst mich ärgern, oder? Schön, Strategie, FAQ, aber steht nicht drin. Chipmakers. Nicht Clancy, Clans. Oh, was ist das? Genau, the yellow. Achso, es ist nicht es ist ja nicht Gold, sondern Gelb. Use that boost first. Ah, okay. Schau mal, dann probiere ich das doch mal. Das ist eine Erklärung, mit der ich was anfangen kann. Nein! Shit! Das ist der, den ich erwischen muss. Den sieht man fast nicht, aber ist erreichbar. Ups. Das war der falsche Knopf. Ah Gott. Scheiße. Gib mir den goldenen Stern, den Warp Star. Beides auf einmal, was will man mehr? Clam Ball Lift. Aber ich habe jetzt ein neues FAQ gefunden, was mir vielleicht etwas hilfreicher ist. Vielleicht nicht ganz auf. Das andere war vielleicht nicht ganz so detailliert, aber etwas einfacher zum Rauszug. Okay, dann schaue ich mal, ob ich den finde.
shake, shake, shake. Shake, shake. Möchte wissen, nein. Nein, da komme ich so nicht so. Ja! Shake, shake! Shake, shake! Ja! Interessant. Gut versteckt, muss ich sagen. Ach Gott. Ja. Ich könnte es jetzt so lange rauszögern, bis ich da... Ich habe länger gebraucht wie beim letzten Mal. Ja! Shake, shake! Shake, shake! Ja! Ja! Wofür mache ich eigentlich die ersten zwei? Die brauche ich ja nicht. Shake, shake. Thank you.
Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Zu wissen. Oh, jetzt schießt er dreimal. Jetzt werde ich langsam. So geht's jedem, der irgendwie eine Art-Speedrun macht. Öfters mal ausprobieren.
Ah, toll. Alles gereicht. Ja, hat gereicht. Nicht der perfekteste Run, aber hat gereicht. Go Marston. Wer ist Marston? Go Marston 64. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf irgendwas. Flasche da. So. Du heilige Scheiße. Ja. Gibt es vielleicht eine bessere Erklärung? Ach, das ist hier gar nicht aufgelistet. Wie lustig. Eigenes Wiki zum Spielen und das ist nicht aufgelistet. Dann probiere ich das doch mal. Ah Gott. Ah. Ja. Geh mir aus dem Weg. Oh, ich hasse die. Nein, es ist nicht hier. Im zweiten Bereich des Levels nach den drei auch achso nach den drei orangen Clan Bällen. Vielleicht krieg ich irgendwo, nein, ich krieg keinen mehr. Leider ist das Gamepad kein Hochpräzisions-Gamepad, aber es ist irgendwie lame mit dem Emulator zu spielen. Shake, shake. Ja. Shake, shake. Ja. Ja.
Ah, okay. Jetzt sehe ich, was ich da machen muss. Sprich. Jump out and shake it three. Aha. Moment. Blows. Jump out and shoot. Ah, okay. Ich finde es bei alten Spielen so schön mit diesen sogenannten Idle-Animationen. Also wenn man nichts macht, dass die Figur was macht. Gut, solange es jetzt nicht so ist wie bei Sonic the Hedgehog, wenn du da nämlich Achso, das war der grüne. Naja, kann nie schaden. Shit, zu spät. Ich muss die Bombe abfangen, bevor sie runterfällt. Das war auch nicht klug. Es ist eine der wenigen Jump'n'Runs, die ich kenne, wo man nicht direkt Leben hat. Wie macht man es nicht richtig? So. Ah Gott, ich hab mich. Ich muss den nehmen, bevor er runterfällt. Genau, ich muss den Topf nehmen, bevor er quasi runterfällt. Leute, die sagen, wäre es nicht einfacher, das zu emulieren, dann einfach, hey, ich habe all die goldenen Kristalle, ja, aber das ist ja total lame. Das habe ich echt irgendwo schon mal gehört. Warum spielt man das nur, damit man dann bestimmte Sachen freischaltet? Sind dann aber Leute, die sagen, ja, Achievements, das ist das Wichtigste in den Spielen, die einen eigentlich überhaupt gar nichts bringen. Also. Muss ich ihn jetzt hinsteuern? Nein, das passt nicht. Ah, okay, ja, jetzt habe ich's. Das ist ja cool. Ja.
Haha, wie geil. Brauche ich ihn doch einfach mal kurz für, um das Level zu beenden. Das ist irgendwie lustig. Okay, ich muss irgendwas machen, aber ich habe vergessen was. Ah Gott. Ah komm. Praktisch, der Gegner hat mir in die Hand gespielt, also wirklich. Ja, ich glaube, ich sollte gerade probieren. Jetzt spiele ich das mal, wie es gedacht ist, gespielt zu werden. Okay. Ach komm. Gib mir aus dem Weg. Das war auch nichts.
Ach komm. Und aber schon mal etwas besser. Ach komm. Geht auf den Daumen. So muss man das machen. Chili Dog. Was muss. Gut, bei dem habe ich schon A-Ranking. Was muss ich. Wie besiege ich denn. Wie kriege ich denn von dem den. Nein. Ah, ja. Set Shake. Ah, okay. Das ist ja einfach. Das kriegt man dann. Komm höher. Oh, du böse Ort. Ja.
escape from trouble. Go to the next area. Naja, naja, aber hier wende ich den Teil, da es irgendwie tierisch auf Dorn gibt, weil mir etwas die Zeit fehlt, da ich ja allein für den Switch Let's Play schon, 3,5 Stunden am Material aufgenommen habe. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und für Leute, die das letzte Mal da dran waren, ja, ich habe eine dumme Äußerung gemacht. Und tschüss.